The box. You've opened it. We came. Demons to some. Angels to others. Nobody escapes us. We'll tear your soul apart. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich eine sehr erfüllte Kindheit hatte und wir haben wirklich unglaublich viele tolle Sachen unternommen. Ich, meine Eltern, mein Bruder. Was mir aber wohl von all den Sachen am meisten in Erinnerung geblieben ist und was für mich am aufregendsten war, waren Besuche mit meinem Vater in der Videothek. Es war für mich immer was ganz Besonderes, wenn er sagte, los, auf, wir leihen uns heute einen Film aus, draußen ist Regenwetter. Und wir sind dann in die Videothek gefahren und er hat Filme für uns Kinder ausgeliehen. Ja, übrigens, Kids heutzutage, Videothek. Man musste tatsächlich in den Laden gehen und konnte sich da Videokassetten ausleihen. Die konnte man anschauen, musste sie nach einer Weile wieder zurückbringen, aber auf jeden Fall zurückgespult, sonst gab es nämlich eine Strafe. Nur mal so am Rande. Ja. Wir konnten nicht einfach Netflix schauen. Auf jeden Fall, Videothek. Natürlich gab es in dieser Videothek auch eine Erwachsenenabteilung und an der Pforte zu dieser Erwachsenenabteilung hing ein Kinoplakat, und zwar von Hellraiser. In der Hauptrolle Doug Bradley alias Pinhead. Der Film kam 1987 raus, das heißt, ich müsste bei diesem Videothekenbesuch ungefähr 9 oder 10 Jahre alt gewesen sein. Und was ich da gesehen habe, hat mich einfach komplett umgehauen. Ein Typ komplett in Schwarz gekleidet, vorne auf der Brust hingen Fleischfetzen herunter und er komplett weiß und Nägel im Kopf. Das hat mich als Kind einfach unglaublich fasziniert. Bis heute. Was Clive Barker hier erschaffen hatte mit dem Charakter Pinhead, ist nach wie vor eine meiner Lieblingshorrorfiguren neben Freddy Krueger. Was wir hier vor uns haben, ist eine Life-Size-Büste. Sie ist 30 Inch hoch, das sind mehr oder weniger 76 cm. Der Hersteller dieser schönen Büste ist Hollywood Collectibles Group. Ja? Modelliert wurde das Ganze von den Elm Studios. Diese Büste gibt es insgesamt 650 Mal. 150 davon sind Exclusives. Das Exclusive bei dieser Büste
sind Messingnägel. Im Film, im Originalfilm, wurden Messingnägel verwendet, die sich dann aber durch die Beleuchtung und alles irgendwie komischerweise verblendet haben. Und aus diesem Grund habe ich die normale Büste genommen, auf 500 limitiert, die, wie man sie im Film, wie man es im Film sieht, Metallnägel hat. Ja? Aus welchem Material diese Nägel sind, weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall Metall, ob das jetzt Stahl oder Aluminium ist, keine Ahnung. Wie gesagt, die Modellierung kommt von den Elm Studios. Ich hänge euch in der Beschreibung auf jeden Fall noch ein Video mit dran. Da seht ihr, wie das Ganze vonstatten ging. Sehr interessant, könnt ihr euch vielleicht auch noch zusätzlich anschauen. Die komplette Büste ist aus Fiberglas gefertigt. Ja, plus Metall. Ja, was gibt's zu der Büste zu sagen? Sie ist life-size, sie sieht tatsächlich aus wie Pinhead im Film, wie Doug Bradley. Sie ist unglaublich schön modelliert. Nägel aus Metall, diese Haken unten aus Metall, hinten die Haken auch aus Metall. Sie ist nicht besonders schwer. Einerseits ist es toll, wenn die Büste schwer ist. Schwer zeugt meistens von Qualität. Andererseits ist es aber toll, dass sie leicht ist, weil man sie im Prinzip auf jedes Regal stellen kann, ohne zu befürchten, dass das Ganze runterkracht. Ja, was gibt's Positives zu sagen über die Büste? Die Präsenz. Das Ding steht im Raum und starrt einen an und es ist einfach überwältigend, was für eine Präsenz das, das Teil hier in einem Raum hat. Was noch toll ist, wie schon erwähnt, ist die Modellierung. Wovon ich nicht so ganz überzeugt bin, ist der Paintjob. Er ist okay und ich würde ihn nicht ändern. Ich hätte mir aber ein wenig was anderes drunter vorgestellt. Die Büste ist sehr weiß im Gesicht. Ja, Pinhead ist bleich, ja, aber nicht so schneeweiß, wie man es hier bei dieser Büste sieht. Ich habe die Verpackung aufgemacht und mich strahlt ein komplett schneeweißer Kopf an. Fand ich nicht so toll und ich habe mich mittlerweile aber dran gewöhnt. Was noch nicht so schön ist, diese Striemen hier im Kopf, ja, und das Blut hier unten und hinten am Kopf geht eher in einen Bordeaux-Lila-Mix. Es sieht nicht wirklich aus wie echtes Blut. Was schade ist. Aber wie gesagt, die Büste im Ganzen ist wirklich eine tolle Büste. Und ich würde sie nicht eintauschen wollen. Ich habe mir auch schon mal überlegt, vielleicht irgendjemand die Büste neu anmalen zu lassen. Aber ich denke, ich werde sie so lassen. Es wäre besser gegangen, so wie sie ist. Es ist aber okay. Die Modellierung und die Präsenz macht die Bemalung im Prinzip wieder gut. Ja, was kostet diese Büste? Also wie gesagt, die Büste ist von Hollywood Collectibles Group. Ihr findet die auf jeden Fall im Internet, in diversen Online-Shops. Ihr findet die auf eBay. Ihr müsst für die Büste zwischen 700 und 1000 Euro rechnen. Das ist der circa Preis. Ja. Es kann sein, dass ihr sie noch in Shops bekommt. Und ansonsten halt wie immer eBay und ja, ich würde mal sagen 700 bis 1000 Euro, je nachdem, wo ihr sie kauft, wo ihr sie ersteigert und zu welchem Zeitpunkt ihr sie ersteigert. Momentan ist sie noch zu haben. Also wenn ihr sie haben wollt, kauft sie am besten jetzt. Ja, ich würde mal sagen, das war's von meiner Pinhead Life-Size Bust. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr Fragen haben zu diesem Video oder irgendeinem anderen Video von mir, schreibt in die Kommentare, ich beantworte es euch gern. In diesem Sinne, viele Grüße aus dem Allgäu. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer.
Wir sehen uns, schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ciao, ciao. Servus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch am besten gleich meinen Kanal. Oder du schaust dich weiter um und siehst dir diese Videos hier an. Die habe ich ganz alleine gemacht. Ehrlich, wirklich. Klick drauf. Sind wirklich gut. Schauen Sie dir an.